Ich sag Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Kingdom mit mir, dem Reaver und dem Items. Der Items ist dabei. Yeah. Eine Bratpfanne. Wir wissen jetzt noch nicht ganz genau, was wir machen, aber ich wollen wir, sollen wir, wollen wir, sollen wir? Picken, ja klar. Ja, okay, gut. Ne, ich meine oben den Berg abreißen. Ja, ich hole gerade eine Axt. Bei mir zu Hause. Weil sich lohnt zu laufen. Okay. Dann fange ich schon mal an, weil ich habe eine Axt. Ja, wenn du den Berg so abreißt, ich brauche auch Essen, also ich muss so oder so nach Hause. Ja, ich habe ja nichts da. Habe gebratenen Fisch, den hast du nicht. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe die Fischform ausgemacht, weil ich so viel Fisch hatte, dass der Apfelfasszeugs da voll war mit Fisch. Ja, aber das war ja nicht auf deinem Mist gewachsen. Das war ja hier spaßig und Spaßvogel. Das Apfelfass, das habe ich rein. Also da habe ich den Fisch rein. Nee. Hattest du dich Doch. noch drüber beschwert, dass die den da reingemacht haben? Sicher? Ja. Bin mir gar nicht sicher. Weil ich war der Meinung, ich hab den da rein. Gut. Eigentlich war es ein Angriff auf dich, aber okay. Ich weiß jetzt noch nicht, inwie. Also, ich würde sagen, bis zu dem, wo es jetzt gerade unten ist, oder? Gut, erkläre. Ja, könnte man machen. Nee, ich meine, also bis da unten, wo jetzt gerade das Wasser runterläuft. Mal Oder? machen. Nur das braucht immer ewig, der Dings hier, wie heißt denn der? Der Katze. Der braucht immer ewig, bis der wieder voll ist. Was Wieso weißt auf du, der Vollgarten? die Schaufel oder was das ist? Hm? Ja, die muss ja voll Ach so, sein, der ist weil so. kaputt. Ja, so gut wie. Vor kurzem habe ich da auch Ja. Erde abgebaut und dann hat es einmal geknackt und habe ich gedacht, okay, jetzt hör lieber auf, bevor der bricht. Ja, du kannst auch einen zerbrochenen wieder reparieren, aber das braucht dann mehr Ressourcen. Die Ressourcen, die du dafür brauchst, hast du, glaub nicht, das Alumite, das du brauchst. Aber davon habe ich zu Hause. Ich habe keine Ahnung, ob ich da was habe. Bin fast sicher, dass du das nicht hast. Da brauchst du nämlich geschmolzenes Aluminium, geschmolzenes Eisen und geschmolzenes Obsidian und das in einer Legierung verbunden. Ja. Gut, ich hab's nicht. Ich komme. Mach Ja, schnell. hier. Flugzeug, Rodal. Wow, super. Mach jetzt bitte dein Fenster zu, damit man das nicht hören muss, gell? Okay, gut, das mache ich dann mal. Was? Nein, Boah, Fenster zu. das war ein Spaß, Rentner Mann. ausgesperrt. Das war ein Deswegen Spaß. kein Essen mehr. Gut. Mir ist gerade sowieso erst aufgefallen. Hey, wieso höre ich das Flugzeug? Ach, mein Fenster ist noch offen. Oh, das war Nee, ey, knapp. bei dem Wetter, ey. Neben dem Rechner schon wieder das Gefühl, es hat 50 Grad. Jetzt hört man es halt bei mir leise. Das Flugzeug. Ja. Halt echt, gell? Scheiße. Aber ich höre es ja lauter, deswegen. War schon einigermaßen Glück. Ja, dass ich ungefähr wie viel Meter? Das sind schon 500? zwei Kilometer. Komm. Jetzt Das übertreibst sind schon. du. Ah, Von jetzt dir überleg zu dir mir. einfach mal. Ah ja, jetzt überleg dir nochmal, du musst am Luftlinie. Cross. Luftlinie, ja klar. Hallo, muss noch über die komplette Landesgartenschau drüber. Die Allee runter ist ja auch ein Kilometer. Wo gehst du lang? Soll ich am Kreuzbrunnen landen? Ja, kannst du, musst du aber nicht. Wo willst du denn, wo ich lang gehe? Luftlinie. Aber da ist doch die Landesgartenschau nicht dazwischen, Mann.
Was ist da sonst oben? Oben, unten. Von mir aus ist es unten. Ja, von mir aus dann oben, du Bau. Ich bin gerade am Überlegen, was ist denn da? Ja, Landesgartenschau, Minimum. Die fickenden Hasen. Alter, die stehen doch nur im Kreis. Ja, darauf, keine Ahnung. Ficken. Ja, keine Ahnung. Verdorbener Geist, wäre ich mal zum Christentum gegangen. Dazwischen. Und dann eben das Dingens hier, wie heißt denn? Ja, genau. Wir verstehen uns, genau. Dieses kleine Denkmal oder was das ist. Oder das ist doch Kolonne dazwischen. Nee, da wo der Mann gestorben ist oder erschossen wurde oder getötet wurde. Wann ist der gestorben? Ich weiß es nicht. Bei wie vielen Jahrhunderten? Warum kenne ich das nicht? Nee, kennst du das nicht? Bei uns da in der Nähe. Da hat es so ein kleines Denkmal oder ja, keine Ahnung, was das sein soll direkt. Und da. Mensch, vom L-Quadrat. Nee. An der Straße. Richtung Dings runter. Richtung zu dir runter. Da hat es doch das Schlösschen. Ja. Ja, und dahinter ist da so ein kleines Stückchen Wald. Ja. Und da hat es so ein komisches Denkmal. Und ja, da ist so ein Erinnerungsfoto an einen Mann. Ach stimmt, ja. Natürlich, klar. Da bei dem Hang. Ja, genau. Oben dann in der Zitadelle oder was auch immer das sein soll. Ja, und der Kapelle. Wurde da irgendwie, entweder ist er da nur gestorben oder umgebracht, ich weiß es nicht. Ja, ich meine, gestorben ist er in beiden Fällen. Ja, aber auf natürlicher Art und Weise meine ich jetzt. Ach, was ist heutzutage schon noch natürlich, gell? Also. Wieso habe ich jetzt nochmal gewechselt? Ich weiß gerade gar nicht. Hallo. Nein, Mann, hör doch auf, ich habe nur noch anderthalb Herzen. Sorry, aber die Bratpfanne hat mich gezwungen. Weißt du, ich war auf 40 Level oder so, und dann fliege ich das erste Mal von dem Scheißhaus da drüben runter. Und dann, oh nee. Level verloren. Okay, egal. Kriegst du ja bald wieder. Ja, und was passiert? Ich flieg nochmal runter. Und dann haust du mich jetzt fast über den Haufen. Ja gut, also ich krieg halt die ganze Zeit Level. Allein schon wegen dem Hammer. Wenn ich das jetzt abbaue hier, das Zeug, krieg ich Level. Hey, warum krieg ich keine Level? Mein Hammer, das halt gleichzeitig schmilzt, weil du das nicht schmilzt. Warum mache ich das nicht? Dein Ernst, dass super. Du wieder reinläufst. Ich wieder reinlaufe, ich guck nach oben, bau ab und du haust mir einen rein, ey. Glaubst du, was ich in dem Moment gemacht habe? Ich habe nach oben geschaut und habe abgebaut. Mann. Muss da aber schon hier so ein bisschen Erde hin, gell? Also. Ja, das sieht nicht gut aus. Und so schnell geht es in Minecraft, einen Berg abzubauen. Ja gut, das war dann die Folge. Ja, 8 Minuten. Ja, 8 Minuten folgen, der neue Pumpkin-Standard. Ja, ich bring mal 3 Wochen kein Video raus. Hi, Pumpkin. Ist sowas von egal. Kann wieso? Alle Welt wissen, dass ich stinkig bin. Pumpkin, ich bin stinkig. Das weißt du nur noch nicht. Aber jetzt das weißt du. Das hab ich noch nicht mal gewusst. Nee, also wir haben den Pumpkin ja das letzte Mal, ich weiß nicht, wann Tobis letzte Folge war, Haus fertig gebaut, also das Dach. Kann man ja, so das lassen. Das habe ich schon in der Folge gesagt. In der letzten. Ja. Und dann hat er angefangen, das Brückendach fertig zu bauen. Dann haben wir uns gedacht, ja gut, wir klauen ihm jetzt noch ein Projekt und haben das Brückendach fertig gebaut. So, jetzt Pumpkin, das nächste Mal bitte den Turnierplatz anfangen, weil dann haben wir übernächstes Mal den Turnierplatz fertig. Der weiß es, glaube ich, noch gar nicht, dass da ein Turnierplatz ist. Nicht? Weiß der Creeper da unten, dass ich die Bratpfanne hab? Achso, du bist dein Pferd. So, das wäre jetzt auch erledigt. Du brauchst noch Fackeln, Mann. Glaubst du, das sind genug Fackeln zum Ausleuchten? Ja. Für den großen Platz, ich weiß es nicht. Sieht ein bisschen wenig aus. So, das sieht doch jetzt da auch oben wieder schön noch aus, gell? Die Fackeln. Ja, da kannst du keine Fackeln hinstellen. Das ist eine schräge, Mann.
Nope. Ich hole jetzt diesen Scheißbogen, ich knall dich ab. Ja, ha, one on one, ha? Ja. Mein Ding. Geh bloß weg mit deiner scheiß Bratpfanne. Warte, ich suche noch meine Pfeile. Ich weiß nicht, wo ich die hingeschmissen habe. Hä? Bleib da, wo du bist, Mann. Lauf nicht weg. Ich treff eh nicht. Scheiße. Wo habe ich denn die Pfeile hingeschmissen, Mann? Nein, ich muss kurz Pfeile holen, warte. Mann, aber dann gehe ich mich auch mal ausrüsten, damit es hier auf Augenhöhe steht. Nein, Mann. Du musst dich gar nicht ausrüsten, du hast eine scheiß Bratpfanne. Ups. Ups, ich habe meine Tür abgeschossen. Wo bist du? Hey, das wäre doch bestimmt getroffen, oder? Hi, was geht? Ja, Mensch, Mann, ich bin PvP-Profi, ESR. Da kommen 0 KD. Wuhu! Mann! Wuhu! Mann! Jetzt hör mal auf, ich treff nicht. Ja, also, wer will sich mit mir anlegen? Hör auf, Mann, hör auf, ich bin gleich tot. Ich hab dich noch nicht einmal getroffen. Guck, hab ich dich getroffen? Nein, ich bin runtergesprungen. Ach komm, was ist denn das für ein Leck? Juhu, wuhu, wuhu, wuhu. Ich hole jetzt eine rein. Die mir scheißegal. Ich bin fast tot. Wieso bist du fast tot, Mann? Ich hab keine Ahnung, ich hab mir die ganze Zeit Fall Damage zugefügt, Mann. Okay, also ich hab gehört, ich bin der next Robin Hood. Alter, hör doch auf mit dem Scheiß, Mann. Ich glaube, Edgar Allan Pferd muss sterben. Niemals! Aber theoretisch könnte ich mal gucken, was ich da weiterbauen kann an dem Turnierplatz. Wobei, Turnierplatz kann man dazu nicht sagen, also. Das ich komische, koche dieses Schaf und taufe es auf den Namen Bratpfanne. Dingens. Im Übrigen habe ich gesehen, dass ich hier 27 Nametags in meiner Kiste habe. Ja, ich habe 72. Ja, weil du das letzte Mal gemeint hast, ob ich Nametags habe. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich so viele da liegen habe. Ja, die ganze Zeit die Kisten plündern von dem Bogen, das war. Sehr ergiebig. Noch, ich bin gerade in ein Loch gefallen. Ach so, okay. Wir müssen hier noch abtragen, fällt mir so auf. Hier neben der Brücke. Diesen Sandberg hier. Sandberg? Bei mir auf die Richtung her. Diese Sandmauer, die jetzt hier noch steht. Eben. Ja, wo zum Geier bist du? Ja, Brücke durch zu mich, bevor es so runtergeht. Hä, du standest doch gerade noch hier. Ja, ich habe ein Pferd. Dann bin ich dazu gezwungen, an einer Stelle zu bleiben, Mann. Schmeiß es weg. Meinst du den kompletten Sandberg oder was? Ja, nur hier, so bis zu der Ebene, dass das alles geflattet ist und dann halt zu dem Dorf hin ein neuer Eingang existiert. Ich mach da ein bisschen Glas für dich währenddessen, guck. Ich brauch kein Glas mehr, danke. Und die andere Seite? Ja, die andere Seite auch blätten auf die erste Ebene. Ach so. Ja, das ist aber schon einiges. Und da müssen wir noch einen Weg zu dir hochziehen, gell? Zu deiner Burg. Weil da existiert ja noch nicht wirklich ein Weg. Ja, das wollte ich eventuell machen, dass da außerhalb dann noch ein paar Häuschen hinkommen, wo ich Dorfbewohner reintue. Dass ich ein paar Dorfbewohner exportiere. Auch zur Zwischenablage. An dieser Stelle wieder sehr gern, ihr könnt euch bewerben. Einfach Skype beschreiben, wir adden euch, ich adde euch. Ein reife Rivas ab 50. Du bist ein Kacker. Ja, das bin ich. Wo war ich jetzt?
Achso, ja, ich adde euch Wir dann. adden euch. Und dann kommt alles weitere. Genau. Das ist es nämlich. Das ist das Gefühl. Spüren Sie es, Mr. Riva. Spüren Sie es. Bist du jetzt Bösewicht oder was? So? Also, keine Ahnung, so ein James Bond Bösewicht da. Brauche ich noch Katze zum Streicheln? Nimmst halt eine. Ja. Eine, zwei, sieben, zehn, 58, wer kann schon zählen? Das wird bestimmt gleich ultra lustig, wenn ich den oberen Teil. Ja, du. Fahr halt mit deinem Proma da rum. Was? War eine Biene, oder was? Was? Nein, das war ein Motorrad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute psychologische Analyse von Personen, die unbedingt darauf raus wollen, dass ihr Motorrad sich anhört wie eine Biene. Die sogenannten Beaker. Der war. Nee, der war. Ich sag einfach nichts dazu, okay? Ja. Ich glaube, es ist echt besser. Ich weiß zwar nicht, warum du meine Mutter da jetzt reinziehst. Ganz kurz, aber warum steht denn eigentlich dein Pferd da oben drauf? Das ist ein bisschen lebensmüde. Und warum hast du eine Maske auf? Ja, dann lass muss doch einfach, oder? Habe ich eine Maske auf? Ich habe einen Helm an. Ja, Tien, ehrlich. Geh ich aufs Blumenbeet. So. Jetzt bin ich zu tief. Nee, doch nicht. Och, ich hab schon gedacht, ich hätte zu weit runtergegraben. Boah, dein Gaul, ey. Schlacht es ab und mach Lasagne draus. Bleib was ein. Komm, Pferdchen. Geh irgendwo hin, wo es die Leute nicht stört, dass du da bist. Ja, der ganz böse Reber. So, jetzt mache ich das noch fertig, dann hat sich das schon wieder mit der Folge. Das ist immer total schnell rum. Das sind dann mittlerweile fast 20 Minuten. Schon wieder. Hallo. Das ist halt, wenn die Arbeit Spaß macht, weißt du, dann fällt dir die Zeit gar nicht so auf. Und ich meine, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, wie irgendwelche Sandhügel abzutragen. Finde ich gut. Nämlich aufgefallen, ich bin umrandet von Wüste. Da könnte ich Hilfe gebrauchen. Ja, du, da gibt's noch einen, hier, wie heißt er noch gleich? Pizzi? Pim, Pam, Pum. Ja, nee, Pam. Piff Puff? Piff the Magic Dragon. Genau. Radfahren Action! Nein! Anderthalb Herzen, Mann. Oh. Ich hab wirklich nur noch anderthalb Herzen. Blockst du oder was? Ja. Was passiert dann? Du prallst das Ding ab oder? Ich hab keine Ahnung, müssen wir testen. Ein Schaden. Dir steckt ein Pfeil im Fuß. Scheiße, Mann! Es tut mir leid, ich wollte ja nicht in den Fuß schießen. Der Kopf war mein Ziel. Nee, ich habe auf die Bratpfanne gezielt. Ach, vielleicht warst du selber schuld, weil du den Schuss blocken wolltest. Und der Pfeil abgeprallt ist und nach unten. Hä? Du triffst mich nicht, du triffst mich nicht. Nein, ich muss ja weg. Du triffst mich nicht. Du triffst mich nicht.
Ich schreibe die ganze Zeit vor nicht. Du triffst mich nicht. Bei dir. Okay. Bei dir geht's steil. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder einen Kommentar. Wenn nicht, dann nicht. Nicht, genau. Ja. Und dann würde ich sagen, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut. So sieht's aus. Sag's auch noch, tschüss. Ja, danke. Tschüss.